Ach so, das hier hat mir noch einer von euch empfohlen gehabt, via Instagram. The Last Tyrant, das wäre eine Animationsserie, die von keinem Studio entwickelt wurde, sondern die von einer einzelnen Person Wissen sogar Sie? gemacht wurde. Ey, wenn es nicht stimmt, sorry. Auf jeden Fall ist das, glaube ich, ein Animationsfilm über einen Tyrannosaurus Rex. Und da schauen wir jetzt auch mal ganz kurz rein. Ich mal meine Kamera ein bisschen kleiner machen, dass meine Fratze nicht den ganzen Bildschirm blockiert. So ist das wahrscheinlich ein bisschen angenehmer, oder? Damit ihr auch was seht. Ich finde auch den Kontrast sauschön zwischen dem Himmel und eben dem Weltall. Und da oben hat man jetzt schon den ersten Stern aufflackern sehen. Aber ich könnte schon mal wetten, dass dieser Film kein Happy End mit sich bringt. Das sieht einfach sauschön aus, oder? Seid doch mal ganz ehrlich. Oh, gefällt mir das gut. Ich liebe so Stile einfach. Ich bin da voll anfällig für so einen geilen Scheiß. Ducky, das war eben gerade ein Riesen-Ducky, oder? Kennt jemand noch Ducky? Sau schön. Ach komm, jetzt zeig mir nicht die harmonische Lebensweise zwischen Fleisch- und Pflanzenfresser, nur um mir dann gleich das Herz zu brechen, wenn der Asteroid einschlägt und einfach alles zerstört, ey. Ja, guck, der will nämlich einfach gerade nur trinken. Der will jetzt gar nicht jagen, also killt er die einfach auch nicht. Punkt. So verhalten sich Tiere. Und jetzt bemerken sie, dass da irgendwas im Anflug ist. Nee, noch nicht. Okay. Oh, da bin ich immer so voll nervös, ey, wenn du weißt, dass da ein Asteroid gleich einschlägt. Das gibt's bei Littlefoot, bei den Filmen. Oder auch bei Disneys Dinosaurier. Der Moment, bevor es passiert, ich finde das immer so nervenaufreibend. Wir hätten uns den Trailer noch nicht anschauen sollen. Aber jetzt wissen wir ja, jetzt kommen wir gleich an die besondere Stelle. Ducky for life. Richtig. Ey, das ist immer so ein bedrückendes Feeling hier. Ich meine, der Moment, wo der Asteroid einschlägt, ne? Wenn du in dem Augenblick einfach pulverisiert wirst, dann merkst du das ja gar nicht. Aber die Zeit nach dem Einschlag, das war, glaube ich, das wirklich Dramatische. Boah. Keine Chance, ey. Keine Chance, da irgendwie rauszukommen aus dem Ganzen.
das sind eigentlich hier die glücklichen Verlierer. Ich meine, der ganze Rest muss jetzt mit was allem klarkommen? Mit dem Klimawandel, also mit der Klimaveränderung, mit Asche in der Luft, mit saurem Regen, mit einer Hitze. Diese ganzen Spätfolgen von so einem Asteroideneinschlag ist ja eigentlich erst das Krasse an der ganzen Nummer. Ja, stimmt, Vulkanausbrüche, na klar, durch die ganzen Eruptionen. Ach Gott, ey. Ach, das ist gemein. Hier gerade geklingelt. Ich lasse es mal für euch weiterlaufen. Ne? Ich schaue mir das dann in Ruhe auch nochmal an. Hat mir eben gerade geklingelt. So, was habe ich verpasst? Dramatik anscheinend, ne? Es geht hier nur darum. Dem Zuschauer die Tränen zu entlocken. Ist aber schon visuell extrem geil gemacht, ne? Und so ungefähr ist es auch abgelaufen. Also damals gab es eben den Einschlag. Mit der Zeit sind dann eben die Knochen versteinert worden. Und das sind unsere Nachfahren, ja. Also unsere Nachfahren, was für ein Schwachsinn. Die Dinosaurier natürlich. Krokodile auch, ja. Schick. Und Hühner, richtig, und Hühner. Wie unsere Welt wohl aussehen würde, wenn das nicht passiert wäre. Sehr geil gemacht, ey. Wirklich sehr geil gemacht.
Das mache ich aber auch. Da haue ich echt mal was bei Patreon rein bei dem. Wir schauen mal noch andere Videos. Der hat ja noch mehr gemacht.